Servus Leute, Jonas hier von chinahandys.net. Heute haben wir das Xiaomi Redmi 2 hier und werden uns das Ganze jetzt ein bisschen genauer anschauen. Los geht's! Dann schauen wir mal, was uns in der Verpackung so erwartet. Xiaomi typisch eingepackt. Die Rückseite, wie für ein Import-Smartphone üblich, komplett auf Chinesisch, also die Beschreibung. Wir haben zwei Display-Schutzfolien, dann direkt das Redmi 2, legen wir mal noch zur Seite, schauen wir mal, was noch in der Verpackung ist. Wie üblich haben wir hier unsere die Anleitung, komplett auf Chinesisch. Wie bei Xiaomi üblich, dann haben wir hier Standard Micro-USB-Kabel, zwar ein schwarzes, und noch einen Ladeadapter, chinesischer Stecker. Des Weiteren ist auch noch ein Adapter mit dabei. Zum Gerät selbst, es fühlt sich definitiv leichter an als der Vorgänger, und mit 136 Gramm, was es auf die Waage bringt, ist es das auch. Des Weiteren wurde das Rückcover ein bisschen erneuert. Das Smartphone ist dünner. In diesem Fall schauen wir gleich mal nach. An der nächsten Stelle kommen wir knapp über 9 mm. Das ist vollkommen in Ordnung. Also es ist dünner. Die Rückseite hat ein weichen, angenehmen Kunststoff, fühlt sich hochwertig an. Wir haben hier oben ein neues Cancelling-Mikrofon, den Lautsprecher, die 8-Megapixel-Rückkamera, ein LED-Blitz, an der Unterseite das Xiaomi-Logo, an der linken Außenseite befindet sich nichts, an der rechten Außenseite Anknopf, leiser und lauter Tasten. Hier unten kann das Rückcover entfernt werden, an der Unterseite haben wir Mikrofon und Micro-USB-Anschluss. Und an der Oberseite den klassischen Klinkenstecker. Die Front, oben Ohrmuschel, Näherungssensor und Lichtsensor und die 2-Megapixel-Frontkamera. An der Unterseite im leichten Rot gefärbt die drei klassischen Android-Sensortasten. Ansonsten hat sich, wie gesagt, die Optik jetzt bei der neuen Version leicht verändert und das Smartphone läuft mit dem 64-Bit-fähigen Snapdragon 410, was momentan in der Leistung keinen großen Unterschied bringen wird im Vergleich zum Vorgänger. Öffnen wir mal den Rückdeckel. Wir haben zwei Micro-SIM-Slots. Einer davon ist LTE-fähig, allerdings fehlt die LTE 800 MHz-Frequenz, was zu Problemen im LTE-Netz in Deutschland führt. In Städten soll es kein Problem sein, auf dem Land wird der LTE-Empfang eingeschränkt sein. Wir haben einen 2200 mAh Akku und auch der 8 GB große Speicher vom Redmi 2 lässt sich per microSD erweitern. Das Smartphone läuft mit 1 GB RAM, und zwar das Betriebssystem ist Android 4.4.4 KitKat, und zwar obendrauf ist das beliebte MIUI V6 Betriebssystem, also MI, das Xiaomi User Interface. Dazu gibt es Anleitungsvideos, wie man das Ganze bedient, im Kanal und auf www.chinahandys.net. Also das User Interface lässt sich gut bedienen, der Play Store ist bereits vorinstalliert. Ansonsten haben wir natürlich das Optionsmenü, können wir noch einmal durchscrollen. Momentan gibt es noch keine deutsche App, das wird allerdings nicht lang dauern. Dann findet ihr einen Link dazu auch im ausführlichen Testberichten unter diesem Video zur komplett deutschen Übersetzung. Also momentan ist das Smartphone noch komplett in Englisch, aber wie bei Xiaomi üblich wird es eine deutsche Version geben. Und wie wir hier sehen, haben wir den Snapdragon 410 4.4.4 KitKat, 1 GB RAM, 5,3 GB Speicher stehen zur Verfügung. Soweit
Alles gut, alles Weitere erfahrt ihr dann im ausführlichen Testbericht. Das war's soweit von uns. Macht's gut.